Hallo und willkommen zu einem neuen Video zu Washing Fishing 4. Ja, wir sind heute am Yama und genau sowas hätte ich gerne öfters. Und wir gucken jetzt gleich mal, wo wir stehen, was wir so treiben. Wird jetzt gleich hell, wir hauen direkt nochmal raus. Ja, ich bin schon eine Stunde hier gewesen, also über Tag habe ich hier den ganzen Tag geangelt, vom Morgengrauen an. Hat sehr schleppend angefangen, muss man sagen, bis ich mal so die richtige Geschwindigkeit rausbekommen habe für den Hornet. Ihr seht oben links, wir sind mit dem Hornet unterwegs. Und ja, bis man mal genau weiß, wo man hinzuwerfen hat und mit welcher Geschwindigkeit die Fische einfach beißen. Ja, wir gucken jetzt gleich mal im Kescher rein. Wie gesagt, hat scheiße angefangen. Dann wurde es auf jeden Fall besser. Der Tag war sonnig und bis zu 20 Grad. Wir gucken jetzt mal. Wir haben jetzt Bewölkung und den ganzen Tag Regen. Und was haben wir hier Schönes? Oh ja, kann sich auch sehen lassen. Japanischer Saibling. Jetzt geht es aber los hier. Jo, kleine Dollys. Ein Ugui, beziehungsweise vier mittlerweile. Dolly Wadens, Lennox, Ketas natürlich auch. Ja, ist ganz okay für die erste Stunde. Ich bin gespannt, wie es weitergeht. Müssen wir erstmal ein bisschen Tee reinballern. Also voll raus. Und dann nehmen wir die heiße Phase einfach mal mit. Ich bin gespannt. Eigentlich bin ich eher auf so eine mongolische Rotfeder aus. Die ist mir bisher vergönnt geblieben heute. Die wurde hier im Übrigen in Blau sogar gefangen. Eben auf diesem Hornet an dieser Stelle. Deswegen habe ich gedacht, komm, gehen wir da mal probieren, was da so geht. Hier stehen noch andere, die sind auch auf dem Hornet am Angeln. Gucken jetzt mal ins Setup rein. Da haben wir eine Dolly Waden, sehr schön. So, es geht um den 008er Hornet. Ich habe hier einfach ein Medium Light, 3 bis 12 Gramm von der Ultima Serie. 13,5 Kilo. Entschuldigung. 13,5 Kilo Hauptschnur. 13,6 Kilo Fluocarbon. Ja, und eben diesen Hornet. Ich hatte auch angefangen mit einem 8er Haken. Hab dann auf dem 6er, weil die Fische echt zu klein waren auf dem 8er. Somit jetzt ist super. Und wir stehen hier quasi bei D5. D5. Und wir werfen hier so noch in das Tiefe rein. Und zwar bei 105, 167. Und dann kann man sich orientieren zwischen dem Busch und dem Krom. Und ich werfe da diese Ästchen, die da hinten liegen. Die werfe ich einfach an. Volle Pulle raus. Und ich meine, ich habe eine 3000er Rolle. Ja, da habe ich den auf Speed 30. Wenn ihr jetzt eine 10.000er Rolle zum Beispiel benutzen würdet, würde ich höchstens 10 Geschwindigkeit nehmen. Sonst ist es einfach zu schnell. Und das bringt ja nicht viel dann. Ne? Der Köder muss ja einfach nur arbeiten, muss sich drehen und das war's. Ja, mal gespannt, ob ich noch was Schönes bekomme. Ich werde jetzt hier den Tag über noch ein bisschen angeln. Oh, da kommt der nächste. Sehr schön. Und dann gucken wir mal nachher rein in die Endabrechnung. Seesaibling. Ja, den hat man auch noch nicht. Sehr schön. Wie gesagt, mal gespannt, ob es bei Bewölkung anders geht. Das ist was ganz Kleines. Könnte wieder so eine Bachschmerle sein. Keine Ahnung. Hatte ich eben auch. Aber dann wäre sie gut. Wenn es eine Bachschmerle wäre, wäre sie gut. Nee. Nochmal so einen kleinen Scheißer. Okay, egal. Einfach wieder raus. Hauptsache es beißt und macht Spaß. Ich ziehe auch sofort an. Ich lasse gar nicht erst absinken hier. Da ist er ziemlich oben. Spinnt an der Oberfläche. Tja, mir fehlen ja hier so einige Trophäen noch. Aber ist auch gar nicht so einfach, die hier zu bekommen an dem Yama, finde ich. Beziehungsweise ich bin aber auch nicht so oft hier, muss ich sagen. So richtig exzessiv habe ich jetzt hier nicht rumgeangelt. Wochen am Stück oder sonstiges. So, hier vorne kommt sowieso kein Vieh mehr. Haben wieder raus den Spaß.
Ja, ich angle jetzt noch mal den Tag und dann sehen wir uns mal am Fischmarkt. Gucken, was noch Schönes bei rumgekommen ist. Also bis später. So, willkommen zurück. Der Tag ist Geschichte. Also ich habe jetzt 2 Tage hier geangelt, die Nächte gar nicht. Da können wir jetzt vielleicht ja, 20, 25 Minuten noch abziehen. Insgesamt 1,47. Sagen wir mal 1,5 Stündchen. Maximal, ich weiß gar nicht, wie lange so eine Nacht jetzt geht. 15 Minuten oder so, keine Ahnung. 20 Minuten vielleicht. Ja, sagen wir, eine halbe Stunde können wir abziehen. Und ja, die Uguis haben auf jeden Fall gebissen. Leider nicht die guten Größen. Ich bin mal gespannt, was die überhaupt zu bringen. Wir haben jetzt 648 Silber. Das ist völlig okay. Ach, guck mal, hier so ein 400 Popelgramm bringt schon knapp 20 Silber. Hätte ich jetzt nicht gedacht. Nicht schlecht. Hat sich doch noch zu einem Ugui-Spot gemausert ein bisschen. Kann man so sagen vielleicht. Ja, trotzdem, mir hat Spaß gemacht. War in Ordnung. Sag mal, für 1,5 Stunden 650 Silber. Da habe ich schon schlechtere Zeiten erlebt hier am Yama. Und tja, ich würde vielleicht nochmal probieren, einen Viererhaken nur dran zu machen. Also nochmal ein Stück größer den Haken zu verwenden. Ich war jetzt einfach zu faul dazu, den umzubauen. Ich werde den Spot aber noch ein bisschen weiter beangeln heute. Wünsche euch auf jeden Fall einen schönen Sonntag. Petri, danke fürs Einschalten. Wir hören uns. Macht's gut und tschüss.